Back from the dead. Sonntag, 20. Oktober 2019 und willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Am Anfang erstmal jede Menge Leute gegrüßt, gerade noch auf dem Stream. Luki der Wander natürlich, Milta ist gegrüßt, Vesperly ist gegrüßt, Lil Wah ist gegrüßt. Oh shit, den haben wir hier noch. Dann haben wir Claps on Hacks, Endly, Lolzu, Shadow, Cutie, Halilomon und Diego. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn viele haben ja gesagt, heute kommt der Ghoul rein. Also, linke Seite, ihr seht schon, Ghoul ist nicht drin heute, aber wir haben das Muertos-Set wieder am Start. Sehr, sehr lange her, 351 Tage, also auch fast ein ganzes Jahr lang her. 1500 V-Bucks, kommt natürlich auch mit Backblink, beides reactive, leuchtet in der Nacht, was richtig nice ist. Männliche Version gibt es auch noch dazu, kommt mit einem Cape auf den Rücken, so ein Torero-Cape, was ich auch ziemlich nice finde. Muss man mögen, ist extreme Geschmackssache auf jeden Fall, das muss man immer sagen dazu. Einigen Leuten gefällt es, einigen Leuten nicht. Auf jeden Fall ziemlich nice. Passend dazu gibt es natürlich dann auch diesen Gleiter hier, Spirit. Gerade noch im Stream drüber geredet, den haben auch wenig Leute, zumindest spielen den wenig Leute. Ich sehe den sehr, sehr selten. 1200 V-Bucks, auch natürlich richtig, richtig nice. Natürlich auch ebenfalls 351 Tage her, genauso wie Six String Striker. Also die sind natürlich alle reactive, alle Sachen leuchten in der Nacht, also ziemlich nice gemacht auf jeden Fall, muss man sagen, interessantes Set. Dann haben wir Dark Vanguard drin, warum auch immer, vom Space Explorer Set, 2000 V-Bucks, zuletzt drin gewesen vor 93 Tagen, kommt natürlich auch mit einem Backbling daher, kommt aber auch mit dem Deep Space Lander für 1200 und natürlich Orbital Shuttle, das ist die weiße Version sozusagen von dem 1200 V-Bucks ebenfalls, alles 93 Tage her. Weiter geht's mit Double Cross, 1200 V-Bucks, interessanter Skin auf jeden Fall, so eine Art Hawaii-Skin. Eigentlich auch gar nicht so verkehrt, ist ein cooler Skin, 31 Tage her. Dann Hayseed haben wir drin, den Farmer, 800 V-Bucks, eigentlich ein cooler Skin. Der war zuletzt dann vor 119 Tagen, also ist echt schon lange her, muss ich sagen, crazy, hätte ich gar nicht erwartet. Dann Tree Splitter haben wir drin für 500. Auch übelst lange her, 229 Tage. Crazy, was heute drin ist. Dann haben wir drei Emotes. Zum einen My Idol für 200 V-Bucks. 368 Tage. Länger als ein Jahr her. Absolut seltenstes Item heute. Generell, wir haben extrem viel seltene Items in letzter Zeit drin. Krass. Heute übertrifft der Shop echt alles, was seltene Sachen angeht. Dann haben wir Moonbounce drin für 500. 60 Tage her. Traversal natürlich. Das heißt also, ihr könnt so durch die Map damit wandern, was ziemlich nice ist. Und den neuen Island Vibes haben wir drin. 500 V-Bucks, den feiere ich. Vor allem mit seiner Lama-Gitarre, richtig nice. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, Epic Games hat es schon drauf, so Ohrwürmer zu machen oder geile Emotes zu machen, zumindest was die Melodien angeht, ist richtig nice. Also, Highlight geht heute raus, ganz klar, an Island Vibes. Der Shop bekommt von mir heute aber nur eine 4 von 10, denn ich bin nicht ganz so, irgendwie geflasht, denn es gibt ein paar coole Sachen drin, aber wie gesagt, Island Vibes ist cool, der Rest ist so irgendwie extrem Geschmackssache, muss man ganz klar sagen. Sogar ein Hayseed oder Tree Splitter, sowas, alles Geschmackssache. Muss man mögen. Auf jeden Fall sind seltene Sachen heute drin. Aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was euer Highlight von heute ist und vor allem, was ihr in den Shop geben würdet. Und wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code Van Snipes, den ich auch mal wieder eingeben muss, sehe ich gerade. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.